Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im Ranglistenmodus. Schauen wir mal. Gute Zauber an sich. Ist Double Login gewählt, ich nehme die Champion. Welcome to Nova. Okay. Lass mich mal überlegen. Gefällt mir an sich ganz gut, so wie es ist. Nehmen wir. Könnten den Grawl Short machen. Ich mache den mal nicht ganz so weit vorne hin. Weil ich hätte prinzipiell gern, dass er und ein Baum vorne steht. Damit ich die Regeneration nutzen kann. Im Bestfall. Goldwerfer am Start. Double Login für Goldwerfer. Crablord und Jünger. Hier könnte auch wieder ein Crablord kommen. Da muss man drauf aufpassen. Split wollen wir eigentlich nicht haben. Das Auto sendet an. Katze hält ein bisschen was aus. Pyro werde ich, den Robo werde ich nicht kriegen. Ist aber nicht so schlimm. Ja, Crablord ist halt echt nervig. Sind vor allem später auch übelst stark. Wir machen das so. Das sollte reichen. Ah, da wird den Power Shot noch machen. Schade. Aber es kommt zum King durch. Das ist nice. So. So machen wir das. Boah, 100.
100 ist schon fett. So früh im Game. Auf der 4. Aber nur ganz wenig durchgelassen. 5 Leben. Konnte ich jetzt Power Shot machen und den normalen noch. Oh. So, hier machen wir noch ein Stack rein. Noch ein paar Upgrades. Das heißt, nächste Runde einen Baum platzieren. Dann werde ich vor den Crawl setzen. Sieht gut aus. Okay, mal noch aus dem Start, Metzger, Torwächter. Muss auf jeden Fall jetzt die Katzen aufwerten. Take my spear. Hat der so einen Goldrahmen? Hm. So, Katze regeneriert immer, das ist sehr schön. Oh, jetzt umwandeln können. Kacke. Auf jeden Fall ein Fehler, dass sie jetzt geschickt haben, also zumindest auf mir. Umwandlung rein. Ich werde weiter King auf.
Ja, elf klingt für mich ganz gut. Magischer Schaden ist gar nicht da, außer das Geweihte Ross. Für den Berserker ist es gut. Für allgemein die drei. Wir müssen gucken. Müssen gucken, wie wir es schaffen jetzt auf der 10. Ich könnte ihn zwar aufwerten, aber jetzt kommt kein magischer Schaden ran. Ich glaube, wir gehen mit einem Regenerationsbaum rein und machen hier noch die zwei Stacks drauf. Okay, jetzt hat er noch Meeresdrachen platziert. Schaffe ich nicht. Außerhalb so wild. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen magischen Schaden mit dazu. Können wir einen Fürst des Todes bauen? In den Beschützer-Aura. Auf den Fürsten. Transformieren. Könnten noch eine Katze platzieren. Mache ich auch. Noch ein Hobo rein. Mehr geht nicht. Zwei Dinos, drei Robos. Sollte funktionieren. 74 Minus, ja klar. Das könnte gut werden. Meeresdrachen weg, Jünger weg. Diese fetten Tahele. Ja, die schaffen es auch immer noch, bevor sie abkacken, noch den letzten rauszuholen. Jetzt werden wir hier den Champion benutzen. So. Ende. Und
Oh, auch Crabklöten. Zack, durchgebrochen. Ich bin aber auch raus. Ablock das. Ich glaube, wir sollten dann eher King machen und auf 15 gehen oder so. Muss ich auf jeden Fall ein bisschen was reinpacken. Ja, trotzdem immer noch das Upgrade bauen. Ja, Berserker ist halt stark, ne? Okay, 220 mit reingeschickt. Der Mimik ist mehr sinnlos, weil er kommt gar nicht an meine Seraphine ran. Zumindest jetzt noch nicht. Okay, jetzt kommt er ran. Ich hab gehofft, der kackt vorher ab. Erhalten wir eigentlich nicht, aber ich habe es noch gut reduziert. Nee, es ist nicht vorbei. Auf keinen Fall. Wenn wir bis 18 schaffen. Das ist halt ja die große Frage, ne? Wir werden jetzt hier den mal upgraden und noch einen Fürsten bauen. Okay, die sammeln auch noch. Die weg. Ich nehme mal die Gatling mit rein.
Consider it done. Das hätte jetzt nicht gereicht. Sind viel zu stark mit ihren ganzen Spawns und so weiter. Okay, ist over. Das ist over. Ja, aber es hätte nichts gebracht, wenn wir jetzt schicken. Also wäre jetzt noch so die Notlösung gewesen und hoffen, dass wir es schaffen. Aber wir hätten mehr Chancen gehabt, wenn wir es gehalten hätten. Oh, das ging richtig staunend jetzt nochmal. Ja. Solche Games gibt's auch. Das war's mit Valor und Legion. Schaut auch gerne bei anderen Videos mit vorbei. Lasst ein Like da, ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.